Okay, dann auch herzlich willkommen zu dieser Vorlesung fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Reden ist schwierig. Heute geht es um Parallelism und Concurrency. Ich hoffe, ihr wisst alle, was das ist. Einer nickt, das ist schon mal gut. Als allererstes will ich mit einer Leseempfehlung anfangen. Diese gesamte Vorlesung ist basierend auf diesem Buch. Es ist geschrieben von Simon Marlowe, einem sehr aktiven und sehr bekannten Haskell-Entwickler. Der arbeitete ursprünglich mal bei Microsoft Research. Inzwischen sitzt er bei Facebook und hat dieses Buch geschrieben, kurz bevor er zu Facebook gewechselt ist, glaube ich. Aber lass mich nicht lügen. Und es ist kostenlos im Internet verfügbar und es ist wirklich, wirklich gut. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal etwas nachlesen wollt und euch diese Vorlesung nicht genug ist, dann habt ihr dieses Buch. Und da sind Codebeispiele mit bei, schreibt sich einen eigenen kleinen Chat-Server, den wir eventuell auch in den Übungen sehen werden. Und er ist generell rundum ziemlich awesome. Er hat auch einen Auftritt im Haskellcast. Das ist ein Podcast, der sich mit Haskell befasst. Große Überraschung. Und da haben ihn die zwei Leute auch mal eingeladen und quatschen so eine Stunde mit ihm über sein Buch, über seine Arbeit und natürlich über Haskell. Ich kann euch das sehr empfehlen, wenn euch das Thema interessiert oder ihr irgendwann mal parallelen Haskell-Code schreiben möchtet. Gut, ins Thema selbst steigen wir ein mit der Frage, warum wir überhaupt uns mit sowas beschäftigen wollen. Und dann gibt es da Moore's Law. Wer kennt Moore's Law? Ja, ungefähr. Oder also ich kenne es in der Variante, alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenzeit pro Dollar oder die Rechenpower pro Dollar, die wir kriegen können. Kennst du es anders? Alle 10 Jahre. Nee, nicht alle 10 Jahre. Das ist ein bisschen langsam. Wie auch immer, auf die Konstanten kommt es auch nicht wirklich an, aber der Punkt ist, das hier ist eine logarithmische Skala. Das heißt, in Wirklichkeit ist es, also es ist eine exponentielle Kurve, die ihr hier seht. Und je weiter wir fortschreiten, desto mehr Rechenpower pro Dollar oder pro Quadratmillimeter, was auch immer, kriegen wir mit der Zeit. Und das ist ein Prozess, der ja schon ganze Weile im Laufen ist. Und ich habe das noch nicht mal nachgerechnet für ein anderes Projekt und da habe ich rausbekommen, dass so ein durchschnittliches Smartphone, also mein Smartphone insbesondere, was jetzt nicht das Neueste ist, aber auch nicht irgendwie das Älteste, und das hat so ungefähr die Rechenpower von über 10.000 Space Shuttle Computern. Und mit diesen Dingern kann man in den Weltraum fliegen. Und wir haben 10.000 davon einfach so in unserer Hosentasche. Das hätte vor ein paar Jahrzehnten noch als ein absoluter Wundercomputer gegolten. Genau. Aber das Problem mit Moore's Law ist, dass mit der Zeit natürlich irgendwo eine physikalische Grenze erreicht wird. Also wir sind noch nicht an der Grenze, aber wir merken irgendwie so langsam, dass die Grenze irgendwann kommen wird. Das heißt, es wird immer schwieriger und schwieriger, einen Prozessor noch kleiner und noch schneller zu machen. Und stattdessen ist der aktuelle Trend eher etwas in die Breite zu gehen, statt in die Tiefe, und mehr Prozessoren statt schnellere Prozessoren zu benutzen. Das heißt, wir haben in unseren Smartphones heutzutage sind Quad-Cores überhaupt gar keine Ausnahme mehr. Normale Heimrechner, die man sich so kauft, haben irgendwie 8 oder noch mehr Kerne. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir als Softwareentwickler oder Informatikerinnen und Softwareentwicklerinnen uns damit auseinandersetzen, wie wir sinnvoll auf mehreren Kernen programmieren können. Und Haskell stellt sich als eine dafür sehr geeignete Sprache heraus. Und darüber reden wir heute. Die erste Unterscheidung, die wir treffen sollten dafür, ist die Unterscheidung zwischen Parallelism und Concurrency. Kennt jemand schon die Unterscheidung? Also Parallelismus und Nebenläufigkeit. Wer in Betriebssysteme aufgepasst hat, könnte das wissen. Also die Unterscheidung ist,
Parallelism ist, wenn ich eine Antwort, also wenn ich eine Berechnung habe und ich schmeiße da mehr Hardware drauf, um die Antwort schneller zu bekommen. Ja? Das ist in der Regel deterministischer Code. Das heißt, ich weiß ganz genau, ich habe diese Frage und ich kriege diese Antwort, aber ich kann halt mehr Hardware draufschmeißen, um die Antwort schneller zu bekommen. Und Nebenläufigkeit im Vergleich dazu sind mehrere sogenannte Threads of Control. Das heißt, ich habe ein Programm, eine Programmschleife, die zum Beispiel mit einer Datenbank interagiert, eine, die mit dem User agiert, eine, die eventuell mit verschiedenen Programmteilen interagiert, etc., etc. Das heißt, und das ist, weil, ne, sobald ich irgendwie in I.O. drin sitze, ist es natürlich nicht deterministisch. Und das ist der Unterschied. Parallelism ist deterministisch, mehr Hardware für schnellere Antworten. Und Nebenläufigkeit oder Concurrency ist mehrere unterschiedliche Dinge, die zur selben Zeit getan werden. Unterscheidung klar? Ein sanftes Nicken. Okay. Die nächste Terminologie, die ich einführen möchte, ist die in Klammern Weak Hat Normalform, also die Normalform und die Weak Hat Normalform. Das ist relevant, wenn ich darüber mich unterhalten möchte, wie weit etwas evaluiert wird. Wir haben über Laziness schon gesprochen in Haskell und jetzt geht es darum, wie weit etwas ausgewertet wird. Das wird im Laufe der Vorlesung noch wichtig. So, und wenn ich sage zum Beispiel, eine Normalform oder ein Ausdruck in Haskell ist in Normalform, wenn ich ihn komplett ausgewertet habe. Ja, also da gibt es nichts, was irgendwie noch lazy später berechnet wird oder sowas, sondern ich habe ihn komplett bis zum Ende ausgewertet, dann ist er in Normalform. Und dann gibt es noch die Weak-Head-Normalform oder manche Leute sagen Schwachkopf-Normalform. Ich werde aber weiter Weak-Head-Normalform sagen. Und in der Weak-Head-Normalform ist ein Ausdruck so weit ausgeweitet, dass die oberste Ebene entweder ein Konstruktor oder eine Lambda-Abstraktion ist. Genau, der Head ist dann eine. Entweder ein Konstruktor oder eine Lambda-Konstruktion. So, und darunter können immer noch unausgewertete Sachen sein. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich werte irgendetwas bis zum ersten, eine Liste zum Beispiel, werte ich bis zum ersten Element aus, dann habe ich da einen Cons und dann ist das ein Konstruktor und der Rest der Liste kann immer noch unausgewertet dahinter sitzen. Und das ist dann häufig nicht das, was wir haben wollen. Aber das ist die Weak-Head-Normalform und ihr müsst das wissen. Also vollständig ausgewertet, Normalform, bis zum Konstruktor oder zur Lambda-Abstraktion ausgewertet, Weak-Head-Normalform, klar? Ja? Ja? Ja, kann ich. Und zwar in dem eh schon eingeplanten Quiz für euch. Und zwar müsst ihr mir jetzt einmal sagen, ich gebe euch einen Ausdruck und ihr müsst mir sagen, ob das in Weak-Head-Form oder Normalform ist. Das Tupel 1337 und Hello World. Weak-Head Normalform? Normalform? Ja. Normalform, richtig. Also nicht Weak-Head Normalform. Ja, das war die erste Falle. Jeder Ausdruck in Normalform ist automatisch auch in Weak-Head Normalform. Wer auf die Folien geguckt hätte, hätte das wissen können. Aber im Sinne von, in der Weak-Head-Normalform sag ich nicht, dass dahinter nichts ausgewertet sein darf, sondern dass ich es so weit ausgewertet habe. Ja, das heißt, jeder Ausdruck in Normalform ist automatisch auch in Weak-Head-Normalform. Und deswegen beides. So, hier ist eine Lambda-Abstraktion. Wir haben Lambda x nach 2 plus 2. Wir nehmen irgendein Argument, schmeißen es weg und geben 2 plus 2 zurück. Warum? Genau, der Head ist eine Lambda-Abstraktion, also ist es Weak-Head-Normalform. Exakt. Ja? Ja und? Also die Frage war, ob es nicht sofort wegoptimiert würde. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht ja nur gerade darum, um verschiedene Formen von Ausdrücken oder Normalformen von Ausdrücken kennenzulernen. Wenn du das so in ein Programm schreibst, kann das gut sein, dass der Compiler das wegoptimiert. Aber darum geht es gerade nicht. Genau. Hier also dieses 2 plus 2 ist noch nicht ausgewertet. Es ist also nicht in Normalform. Aber es ist auf jeden Fall in Weak-Head-Normalform. Genau. Der char f cons
U plus Bar Listen verkettet. Ja? Warum? Genau. Wie gerade eben schon gesagt, wir haben hier, der Head ist der Konstruktor Cons und deswegen ist es in Weak Head Normal Form. Und ein letzter, Lambda x nach x plus 1 angewendet auf 2. Ja. Nein. Exakt. Das ist keins von beiden. Das ist keiner, also der äußerste Punkt im AST wäre die Anwendung von der Funktion auf den Wert. Das ist weder ein Konstruktor noch eine Lambda-Abstraktion. Wir haben zwar eine Lambda-Abstraktion da drin, aber das ist nicht der Head. Der Head ist die Anwendung. Und deswegen ist das hier keins von beiden. Gut, das nur soweit, um festzustellen, dass ihr auch wirklich ein bisschen wach seid. Wenn ihr jetzt, also die Slide nur so quasi zum Nachschauen, wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwann mal parallele oder nebenläufige Programme in Haskell schreiben wollt, dann müsst ihr dem Compiler ein paar Flags mitgeben, und zwar diese hier. Wenn ihr kompiliert, müsst ihr zum Beispiel minus minus make, minus runtime system options, minus threaded mit übergeben, damit euer Programm so kompiliert wird, dass auch mehrere Threads zugelassen werden. Nur den Code anders zu schreiben reicht nicht. Ihr müsst außerdem Compiler Bescheid sagen, dass ihr den so geschrieben habt. Ansonsten schreibt ihr den Code genauso von, wie er auf den Folien steht, und dann fragt ihr euch, aber mein Top sagt mir, dass irgendwie nur ein Kern ausgelastet wird. Warum ist das denn so? Und dann muss Stefan euch erst sagen, ja, hättet ihr in der Vorlesung aufgepasst, wüsstet ihr, dass ihr erst im Compiler noch Bescheid sagen müsst. Genau. Und deswegen spare ich euch das jetzt. Genau, und ihr müsst es auch so mit gewissen Runtime-System-Options aufrufen, wenn ihr eure kompilierte Datei ausführen wollt. Eigentlich ganz normal, ihr führt main aus, dann sagt ihr plus Runtime-System, dann könnt ihr hier Flex mitgeben, welche genau ist eigentlich egal oder kann variieren. Und dann könnt ihr am Ende, wenn ihr wollt, noch eine Minus-RTS dran setzen, könnt ihr aber auch weglassen. Wofür das S steht, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Aber das minus N2 bedeutet, dass es zwei Kerne benutzt werden. Weißt du, wofür das S steht? Okay, also minus S scheint irgendwie so Logging zu sein, also einen Summary auszugeben über Laufzeit, bla, verschiedenste Statistiken, wo man irgendwie Zeit verbraucht hat. Und das minus N2 sagt, benutze zwei Kerne, um das auszuwerten. Du kannst auch einfach nur minus n angeben, dann nimmt er so viele, wie da sind. Aber manchmal willst du sagen, okay, ich habe hier meinen Computer, der hat meinetwegen 8 Kerne. Ich möchte jetzt ganz gerne 3 Kerne dem Programm geben und 3 Kerne dem geben und 2 gerne übrig behalten, damit mein Computer nicht wegfriert oder sowas. Okay, nähere Dokumentation dazu lässt sich mit beliebiger Suchmaschine finden oder unter dieser Adresse. Okay. Fragen soweit? Nein. Gut. Dann stelle ich euch als allererstes das Modul Control Parallel Strategies vor. Das gibt uns nämlich zwei sehr nützliche Dinge. Einerseits gibt es uns eine Monade, große Überraschung, und zwar die Evil-Monade. Evil nicht wie böse, sondern wie Evaluation. Also da werden Dinge ausgewertet. Und zwar können wir kontrollieren, wie sie ausgewertet werden. Insbesondere können wir sagen, dass sie parallel ausgearbeitet werden können. Dazu gibt es die sogenannten Strategies. Eine Strategy für einen Typen A ist eine Funktion vom Typen A in Evil von A. Das bedeutet, ich kann sagen, okay, du kriegst hier diesen Ausdruck, der ist von irgendeinem bestimmten Typen, und ich gebe dir einen Wert vom gleichen Typen in dieser Evil-Monade nach. Und dann kann ich sagen, wie er ausgewertet werden soll. Und dann kann ich am Ende mit RunEvil eine Berechnung in der Monade übergeben und die dann ausführen, und zwar genauso, wie ich sie angegeben habe. Das heißt, ich kann sagen, okay, diese riesige List-Comprehension hier, die möchte ich gerne parallel ausführen. Und dann habe ich eine
eine Listcom oder eine Liste von irgendeinem Typen in meiner Evil-Monade und dann kann ich Run Evil machen und dann wird sie tatsächlich parallel ausgeführt. So, und jetzt für die Schlauen unter euch und für alle anderen. Was ist das Besondere an Run Evil? Oder was ist hier wichtig? Oder was ist hier vielleicht hervorhebenswert an dieser Funktion, an der Typsignatur von Run Evil? Ja. Richtig. Insbesondere, also ich meine, viele Dinge packen Dinge aus einer Monade aus, ne? Head packt auch Dinge aus einer Monade aus. Head packt was aus der Listenmonade aus, und zwar das allererste Element. Also, ja. Aber das Besondere hier ist, dass es pur ist. Das heißt, ich kann eine Berechnung da reinsetzen und ich kriege das Ergebnis dieser Berechnung, ohne dass ich dafür in die I.O.-Monade muss. Wow, ne? Schon cool. Das ist das Wichtige. Also im Sinne von, wir können angeben, wie wir es berechnet haben wollen. Und wir können es dann auch genauso berechnen, aber es ist trotzdem immer noch pur. Wir haben dadurch keine Seiteneffekte eingeführt. Okay, das Ganze ist natürlich etwas abstrakt bisher. Hier sind ein paar Strategies. RPAR ist vielleicht die wichtigste für heute. Das ist eine Strategie, der ihr eine Berechnung übergebt und sie wertet diese Berechnung dann parallel aus. Das heißt, da wird ein zusätzlicher Haskell-Thread angelegt und währenddessen läuft das Hauptprogramm weiter. Genau, dann gibt es noch rseq von Sequence oder von Sequenziell. Die wartet darauf, dass das Ergebnis, das Ergebnis der Berechnung verfügbar ist, bevor das Programm weiterläuft. Das heißt, ne, wenn ihr RPAR habt, wird das einfach daneben geschmissen und läuft parallel weiter. Und wenn ihr rseq auf irgendwas anwendet, dann wird darauf gewartet, dass diese Berechnung erst fertig wird, bevor das Programm weitergeht. Sehen wir aber gleich auch noch. So, Pro-Tipps. Ausgewertet wird immer nur zur Weakhead-Normalform, wenn ihr nichts anderes angibt. Und in der Regel ist die Weakhead-Normalform nicht das, was ihr haben wollt. Warum nicht? Warum hilft es nichts, bis zur Weakhead-Normalform irgendeinen Ausdruck parallel auszuwerten? Ja. Genau. Wenn ich irgendeine riesengroße List-Comprehension oder sowas parallel auswerten möchte, heißt es in der Regel, dass ich die ganze haben möchte und nicht nur das erste Element bis zum ersten Konstruktor. Aber das ist etwas, worüber viele Leute mal stolpern, sagen wir mal so. Und deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr die richtigen Strategien oder die richtigen Funktionen anwendet, damit auch das ganze Ding parallel ausgewertet wird. Wir sehen gleich, wie das geht. Genau, wenn ihr RPAR einen bereits evaluierten Ausdruck übergibt, dann passiert natürlich nichts parallel, weil wenn ich hier sage, dass f von x 4000 ist und ich dich jetzt mal bitte f von x parallel auszurechnen, dann gibst du mir was zurück? 4000, genau. Wenn ich dir also ein fertig evaluiertes Ergebnis gebe, dann musst du nicht irgendwie großartig was parallel machen, dann gibst du einfach zurück. Genau. So. Noch einmal visualisiert. Wenn wir zum Beispiel sowas hier machen, wir sagen, okay, wir haben zwei Ausdrücke f von x und f von y, die wir auswerten wollen. Und wir sagen einfach mal, ohne Beschränkung der Allgemeinheit dauert f von x länger. Dann können wir sowas sagen wie, okay, werte die einfach beide parallel aus und dann gib uns das Tupel von den beiden Ergebnissen zurück. Wenn wir einfach nur RPAR anwenden, dann sieht das so aus. Also vielleicht, um die Verwirrung etwas zu minimieren, ich habe hier Pure stehen, weil inzwischen Applicative eine Überklasse von Monaden ist und deswegen Pure funktioniert. Als Simon das Buch geschrieben hat, war das noch nicht so und deswegen steht im Bild noch Return. Aber das ist dieselbe Sache. Es ist nicht der Rückgabewert, also schon, aber das ist nicht das, was ich meine. Ja? Es geht einfach nur darum, wann dieser Schritt ausgeführt wird. Das ist natürlich der Wert, der da zurückgegeben wird, aber es liegt nicht daran, dass das Return heißt. Das ist nicht, der Return-Befehl ist immer noch der da etwas in eine Monade hebt und nicht irgendwie der Return-Befehl, den ihr aus Java kennt oder sowas. Okay, wenn ich einfach nur sage, okay, f von x und f von y sollen beide parallel ausgewertet werden und dann sofort als Tupel zurückgegeben werden,
Dann sind hier die Zeiten für die Berechnung von f von x und f von y. Und wir geben hier an dieser Stelle sofort das Tupel zurück. Mit noch nicht ausgewerteten Werten drin. Warum könnte das eventuell schlecht sein? Ne, ich gebe das Tupel zurück und im Hintergrund wird noch weiter dran gerechnet, so ist es nicht. Aber ich gebe es jetzt schon zurück. Wo ist da das Problem? Bitte? Ja, genau. Und wenn dann irgendwie der Code, der dahinter steht, dieses Ergebnis braucht, dann geht der Code, der dahinter steht, hin und sagt, aha, guck mal, ist noch gar nicht ausgewertet, muss ich wohl nochmal auswerten. Und dann hast du plötzlich zwei Sachen, die dran rechnen. War es nicht gut. Du möchtest ja eigentlich, du könntest zum Beispiel haben wollen, dass zumindest einer von beiden schon fertig ausgewertet sein müsste, zum Beispiel. Genau, das heißt, hier geben wir es sofort zurück und das könnte dazu führen, dass Dinge doppelt ausgewertet werden. Genau, wenn wir für a wieder oder für f von x wieder r par verwenden und für f von y aber r seek, dann wird f von x parallel ausgewertet und auf f von y gewartet. Das heißt, hier wird das Tupel zurückgegeben. Und wenn wir auf beides warten, vielleicht so besser lesbar, ne, wir schmeißen beides mit r-par an, aber warten dann auf beides nochmal und es geben erst dann zurück, dann erst geben wir das zurück, wenn wir tatsächlich beide haben. Unterschiedliche Aufgaben schreien nach unterschiedlichen Verwendungen davon, aber ihr solltet wissen, nur weil ihr etwas parallel anschmeißt, heißt das nicht, dass der Wert schon zurückgegeben wird, erst wenn es fertig berechnet ist. Der Wert kann schon, also die Referenz auf den Wert kann schon früher zurückgegeben werden, aber das ist eventuell nicht das, was ihr haben wollt. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr nicht eventuell doch drauf warten wollt, was das Ganze ausgibt. Okay, Frage? Steht ja hier genau so. Also du kannst r-par hier oben anschmeißen für f von x und hier unten sagst du, dass darauf erst gewartet werden soll. Seek sagt einfach nur, warte darauf, dass das Argument, was ich dir gebe, ausgewertet ist und dann mach weiter. Ne? Erst nachdem sowohl a als auch b da sind, wird das hier zurückgegeben. Gut, vielleicht an einem etwas sinnvolleren Beispiel. Angenommen, wir haben folgende Funktion schon irgendwo stehen. Die soll uns einen Sudoku lösen, nimmt irgendeinen String rein und gibt uns irgendeinen magischen Datentypen Grid zurück. Und das ist alles schon implementiert. Das interessiert uns hier nicht. Dann könnten wir zum Beispiel, wenn wir ein Sudoku sequenziell, also hintereinander, also auf einem Kern lösen wollten, könnte das zum Beispiel so aussehen. Wir nehmen unsere Main-Funktion und als allererstes lesen wir ein Argument ein, lesen dann das File, was an dieser Stelle steht und dann sagen wir, okay, wir verarbeiten das File noch ein bisschen und dann sagen wir, okay, wir haben ganz viele Sudokus und die wollen wir bitte alle gerne gelöst haben. Also sagen wir Map Solve Puzzles. Ja, wir nehmen die Solve-Funktion, die uns ein Sudoku löst und mappen die einfach auf alle, die wir da drin stehen haben. Okay, und dann sagen wir, Filter is just solutions, dann sollte es wahrscheinlich hier einen Maybe-Grid zurückgeben. Wenn ich hier unten auf IsJust filtere. Das kommt davon, wenn man seinen Code nicht ausführt. Dann nehmen wir die Solutions, wo wir tatsächlich irgendwie eine Lösung finden konnten. Und das ist eine Liste und davon wollen wir gerne die Länge wissen. Ne? Wie viele von denen hatten tatsächlich Lösungen? So sähe das sequenziell aus. So, wie sähe das jetzt parallel aus? So zum Beispiel. Wir könnten sagen, also hier, das ist die Präambel, hier ist sie genau dieselbe wie eben. Was jetzt anders ist, ist, dass wir sagen, okay, wir nehmen alle unsere Rätsel und wir teilen die durch zwei. Ne? Wir nehmen die erste Hälfte, sind A's und die zweite Hälfte B's. Das heißt, wir splitten einfach nur diese Liste durch die Hälfte und dann sagen wir, okay, A als Strich ist MapSolve A ist parallel. Mit force, was force ist, kommen wir gleich zu. Und bs ist rpar force maps of bs. Das heißt, wir schmeißen
sowohl parallel an, dass wir die erste Teilliste ausgewertet bekommen wollen, parallel, und wir schmeißen außerdem parallel an, dass wir die zweite Liste ausgerechnet bekommen wollen. Dann warten wir auf die beiden Ergebnisse und dann geben wir die konkatenierte Liste wieder zurück und machen dasselbe wie eben. Okay. Was? Wie oft man ARPA aufrufen kann? Beliebig oft. Es sind nicht Threads, die da starten, es sind Sparks. Dazu kommen wir aber gleich. Genau. Aber ja, sowas ähnliches wie Threads. Zum genauen Unterschied kommen wir auch gleich noch. So, ich hatte euch versprochen, dass wir sagen, was Force macht. Force hat diese Typsignatur. Normal Form Data A nimmt einen A und gibt einen A. Wer kann sich vorstellen, was Force macht? Genau. Wir hatten vorhin darauf hingewiesen, dass es häufiger so ist, dass wir nicht die Weakhead-Normalform haben, weil das wäre dann nur das erste Sudoku gelöst in der Liste. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen alle haben. Und deswegen kann man mit Force erzwingen, die komplette Liste auszuarbeiten. Das heißt, Force geht die ganze Liste einmal lang und macht ansonsten nichts. Aber dadurch zwingen wir Haskell wirklich, die gesamte Liste einmal zu evaluieren und nicht nur bis zum äußersten Konstruktor. Und weil wir hier Force mit an ARPA übergeben haben, ist es auch, also ist, ne, wird ARPA jetzt auch hier auf alles angewendet. Wir wenden nicht Force auf ARPA irgendwas an, dann würden wir bis zur Weakhead Normal Form parallel sein, aber danach nicht mehr, sondern wir wenden ARPA auf Force Plan. Das heißt, dieses ganze Ding bis runter zum letzten Konstruktor wird parallel ausgewertet. Muss man natürlich bedenken, dass das einmal durch die gesamte Struktur durchläuft. Das heißt, wir brauchen da O von N Zeit für, aber da kommen wir halt nicht drum rum. Wenn du das Ganze auswerten willst, musst du einmal langlaufen. Gut, die Typklasse NormalFormData sieht so aus. Wir müssen da, also es umfasst die Typen, die zu einer Normalform ausgewertet werden können. Keine Funktionstypen. Funktionstypen haben keine Normalform, sondern Datentypen. Sowas wie ein Baum oder ein Bool oder ein Int, sowas. Und was da definiert sein muss, ist die Funktion RNF. Und die hat eine Standardimplementation. Das heißt, wenn ihr nichts selbst implementiert, dann wird diese Funktion benutzt. Das ist einfach nur, also RNF angewendet auf irgendwas ist einmal x, seek, unit. Ja, weil wir müssen am Ende den Unit zurückgeben. Wer erinnert sich noch, wir haben das einmal bei Laziness kurz angesprochen, was Seek macht. Das ist ein Compiler-interner, das kann man nicht so sich selber einfach schreiben. Was macht das Seek nochmal? Es wird nicht direkt weggeworfen, ja? Exakt. Es wertet das A aus und dann gibt es sein B zurück. Das heißt, damit könnt ihr erzwingen, dass etwas einen Schritt weiter ausgewertet wird. Auch nur bis zur Weakhead-Normal-Form, Seek, glaube ich. Nicht bis tief runter. Aber ne, es ist die Standardimplementation. Wenn ihr gar nichts schreibt, dann passiert das. Das heißt, diese Klasse sind die Typen, die runter aus-evaluiert werden können. Und es gibt euch eine Standardimplementation, die nicht immer stimmen muss. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Baumtypen habt, sagt hier, okay, ist entweder empty oder Branch mit zwei Bäumen und einem Wert, dann müsstet ihr irgendwie so eine Instanz schreiben. Ne? Von empty ist einfach nur Unit, weil das Unit zurückgegeben werden muss. Und RNF von Branch LAR ist links ausgewertet, Seek Mitte ausgewertet, Seek rechts ausgewertet. Ne? Und das wird dann rekursiv weiter bis nach unten ausgewertet. Du guckst kritisch. Okay. Genau, das tut die NFData-Type-Klasse. Und das war jetzt gerade eben unser Beispiel. Genau. Richtig. Und jetzt wissen wir, was Force tut. Hier in unserem Beispiel. Das heißt, wir machen genau das gleiche wie vorhin. Dann teilen wir die Liste auf und sagen, okay,
Wir wollen jeweils die Hälfte dieser Sudokus parallel ausgewertet bekommen haben. Dann warten wir, bis das fertig ist. Und dann schieben wir es zusammen und dann printen wir davon die Länge. Wir wollen es aber parallel bis nach unten ausgewertet haben und nicht nur bis zur Weak at Normal Form. Weil ansonsten würden wir parallel bis zur Weak at Normal Form ausarbeiten und dann sequenziell den Rest, was uns den größten Vorteil weghauen würde. Soweit klar. Ihr müsst sagen, wenn ich euch langweile oder ich euch zu schnell bin. Ich kann das leider nicht an euren Gesichtern ablesen. Genau. Wenn wir das jetzt auf zwei Kernen laufen lassen, kriegen wir einen Speedup. Das heißt, wir sind schneller. Speedups werden in Wall-Clock-Time gemessen. Das heißt, wenn ich vorher eine Minute gebraucht habe, wie lange brauche ich jetzt? Und wir kriegen einen Speedup von ungefähr 1,5. Das heißt, wir sind ungefähr anderthalb Mal so schnell. Das heißt, wenn wir vorher anderthalb Minuten gebraucht haben, haben wir jetzt nur noch eine Minute. So rum funktioniert das ganz bestimmt. Auf jeden Fall werden wir schneller, ungefähr 1,5 Mal. Und das ist noch nicht so ganz optimal für das Problem. Eigentlich würden wir sagen, wenn wir zwei Kerne draufschmeißen, dann würden wir gerne zweimal so schnell sein, weil wir haben plötzlich doppelt so viel Kern. Warum wollen wir nicht zweimal so schnell sein? Ne? Warum nur 1,5 Mal? Und wenn wir uns jetzt ein kleines Tool benutzen, was sich ThreadScope nennt, dann sehen wir auch die Antwort. Wir haben hier CPU-Aktivität auf der Y-Achse und Zeit auf der X-Achse. Und hier unten haben wir die einzelnen Threads. Genau. Und was wir hier sehen, oder sieht es jemand von euch? Genau. Wir haben hier zwei Threads. Eventuell ist das auch das, was du meintest. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Threads. Und der eine braucht nur so hier, wenn wir die Zeitachse nehmen, 0,55 Sekunden. Und der andere braucht 0,8 Sekunden und noch länger. Und deswegen, weil wir auf beide warten, braucht das gesamte Programm auch 0,8 Sekunden. Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich, wo der eine Thread schon abgebrochen ist, aber der andere noch nicht, haben wir einen Bereich, wo nur noch ein Kern rechnet, obwohl zwei könnten. Und das ist das Problem, weil wir gesagt haben, okay, wir teilen unsere Liste in genau zwei Teile auf. Hier Thread 1, du machst das, Thread 2, du machst das. Oder ne, wir berechnen die parallel, aber mit genau einem Chunk. In genau diesen Chunks. Und das hat uns dazu geführt, dass der eine davon war jetzt ein bisschen komplexer als der andere. Und deswegen braucht die eine Berechnung länger als die andere. Ja, Frage? Frage aus dem Publikum war, könnte ich jetzt nicht einfach nochmal den Teil aufteilen, der länger dauert, also der weniger lang dauert? Nein, der länger dauert, sodass, sobald der erste fertig ist, dass dann nochmal aufgeteilt wird. Gegenfrage aus dem Publikum war, woher will ich vorher wissen, welcher länger dauert? Antwort aus dem Publikum, man weiß das ja nicht. Und deswegen macht man, man weiß es nicht vorher, man weiß es später. Ja, aber die Idee stimmt schon und ich komme gleich zu, wie wir das lösen. Aber das geht schon in die Richtige. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir haben genau zwei Chunks und die sollen beide parallel berechnet werden, dann kann es das Problem geben, dass einer größer ist als der andere. Das nennt sich Static Partitioning. Ich sage, okay, ich habe diese riesige Liste von Problemen und ich teile es genau in die erste und in die zweite Hälfte. Und genau in dieser Art und Weise soll es ausgearbeitet werden. Das kann zu Problemen führen, wie hier. Außerdem, selbst wenn wir jetzt drei Kerne drauf schmeißen würden, könnten wir kein Speedup größer als zwei haben, weil wir es nur in zwei geteilt haben. Genau. Und was wir aber machen können, ist, wir können von Static Partitioning auf Dynamic Partitioning wechseln. Das heißt, anstatt zu sagen, okay, erste Hälfte der Liste, zweite Hälfte der Liste, können wir jedes einzelne, noch so kleine Problem parallel auswerten lassen. Und das nennt sich dann Sparks. Ne? Wunderschön. Und das Runtime-System von Haskell kümmert sich dann darum, dass wir dass die alle genug CPU-Cycles bekommen, aber anstatt irgendwie nur zwei Berechnungen parallel anzuschmeißen, können wir 10.000 Berechnungen parallel anschmeißen. Für jedes einzelne. Dann kümmert sich das, also ne, wir haben zwar immer, vielleicht immer nur noch zwei Kerne, aber das Runtime-System kann sich dann darum kümmern, dass immer wenn ein Kern gerade nichts zu tun hat, der die nächste kleine Aufgabe bekommt. Das Runtime-System merkt sich, welche Aufgaben wir alle berechnen wollen
Und immer wenn ein Kern gerade nichts zu tun hat, sagt er, hier, gib mir mal wieder eine Aufgabe. Und das Runtime System sagt, hier bitte, berechne doch mal dieses Sudoku oder was auch immer. Genau. Genau. Dazu kommen wir auch gleich noch. Hier eine klitzekleine Unterscheidung zwischen Sparks, Threads, Betriebssystem-Threads und Kern. Könnte der Eindruck entstanden sein, dass wir sagen, okay, wir haben einen Thread auf dem einen Kern und einen anderen Thread auf dem anderen Kern und das passt ungefähr so alles übereinander. Das stimmt nicht ganz. Es gibt da unterschiedliche Level von Komplexität. Wir haben ganz unten haben wir unsere CPUs, davon haben wir so und so viele und davon stehen wieder eine Untermenge für unser Programm zur Verfügung. Danach haben wir, das ist jetzt eher der Bereich von Professor Möller, haben wir die Betriebssystem-Threads und davon gibt es in der Regel mehr als die CPUs. Und dann gibt es nochmal mehr Haskell-Threads, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Und ganz oben am allermeisten gibt es Sparks. Das heißt, Sparks können richtig kleine Aufgaben sein, die werden dann vom Runtime-System gemanagt, sind aber eigentlich, also sind nicht mit irgendwas weiter unten zu verwechseln. Nicht ein Thread korrespondiert zu einer CPU. Und nicht ein Haskell-Thread korrespondiert zu einem Betriebssystem-Thread. Das sind unterschiedliche Level von Organisation. Okay? Ja? Okay, einer nickt. Das ist schon mal was. Und hier kommen wir zu dem Parallelen auf alles, rekursiv schmeißen. Wir definieren uns jetzt einfach mal kurz Map um. Ich meine, inzwischen wisst ihr alle, wie man Map programmiert, aber hier programmiert man das parallel, indem ich einfach sage, okay, wir wollen am Ende wir kriegen eine Funktion A nach B rein, wir kriegen eine Liste von A's rein und wir wollen eine Liste von B's kriegen, aber wir wollen die parallel auswerten. Das heißt, wir müssen es in der Evil-Monade machen. Ja? Weil wir sagen wollen, wie es ausgewertet sein soll. Und was wir machen, ist einfach, okay, leere Liste ist leere Liste, klar. Müssen wir noch in die Monade heben, also pure. Aber F von A cons A's ist, wir sind in der Monade, also können wir Do-Notation verwenden. Und wir sagen, okay, B ist einfach F von A parallel berechnet. Spark, und das nennen wir B. Schmeißen wir parallel an, warten wir auch nicht drauf, alles kein Problem. Und dann sagen wir, BS ist Parmap von F und dem Rest der Liste. Und dann returnen wir einfach B cons Bs. Das heißt, wir geben für jedes Listenelement einen einzelnen R-Paar-Aufruf aus. Ja? Nein, weil ich erstmal nur die Liste in der Monade zurückgebe und ich dann am Ende auswerte. Wir hatten jetzt hier hinten in unserem letzten, hatten wir ja auch gesagt, okay, wir machen das hier alles und dann warten wir hier hinten. Und hier, wenn wir das jetzt anwenden, können wir Run Evil auswerten und dann wir geben erstmal nur an, wie wir es berechnen wollen. Wir sagen ja nur R-Paar mit jedem Listenelement. Und wenn wir Run Evil machen, dann schiebt sich das alles zusammen. Ja? Ja. Also der Code, der hier steht, scheint, ihr habt da beide wahrscheinlich doch recht. Im Code scheint irgendwas zu fehlen. Entweder irgendwo einen Force oder einen RSeq hier oben. Ja. Nee, so wie es da steht, ist Quatsch. Oder ich habe jetzt irgendwas verpeilt, was ich eigentlich hätte noch wissen sollen, aber dann nicht eingebracht habe oder vergessen habe. Ich werde das nachgucken zur nächste Woche oder sowas oder in den Übungen. Dann werde ich dann Bescheid sagen. Okay? Aber gut aufgepasst. Genau. Und wenn wir uns das jetzt mit ThreadScope angucken, ja, ich muss auch langsam mit Parallelism fertig werden, wenn wir Concurrency noch machen wollen. Und wenn wir uns das jetzt mit ThreadScope angucken, dann kriegen wir auch einen etwas besseren Speedup von 1,8. Warum nicht 2? Naja, irgendwohin geht natürlich auch die Prozessorzeit, die sich um die Queue kümmert, die ganzen Sparks zu verwalten. Wir haben hier diese kleinen Täler hier im, das ist der wahrscheinlich der Garbage Collector, der läuft single-threaded und da können wir auch wenig gegen tun. Anfang noch recht viel, am Ende eher weniger. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, dass die Laufunterschiede zwischen unseren beiden
Threads hier auf jeden Fall schon mal, oder die beiden Prozessoren, auf jeden Fall schon viel näher aneinander ist. Und deswegen kriegen wir eine bessere Laufzeit. Okay. Es gibt natürlich noch mehr zu Strategien. Schaut euch einfach mal das Modul hier Control Parallel Strategies an. Gibt noch jede Menge. Es gibt eine wunderschöne Strategie, die einfach gar nichts evaluiert. Das ist nur so dazu da, damit man dann unter anderen Dingen hier zum Beispiel mit der Kombination von hier unten irgendwie Monoide bilden kann. Und da kann man wieder Dinge lernen. Es gibt ein wunderschönes neutrales Element. Und sowas kann auch nützlich sein. Wenn du dich an die Lens-Vorlesung erinnerst, war plötzlich auch der Const-Funktor und der Identity-Funktor auch nützlich, obwohl man eigentlich nie denken würde, dass das irgendwie so wäre. Genau. Es gibt aber auch sowas viel Nützlicheres, zum Beispiel R-DeepSeek. Das ist eine Strategie, die bis runter aufs letzte Element evaluiert und nicht nur bis zur Weakhead-Normal-Form. Wir können zwei Strategien kombinieren mit Dot. Wir können aus einer Strategie für ein Element eine Strategie für Listen machen mit ParList. Und was ich insbesondere hübsch finde, ist Using. Es ist nur syntaktischer Zucker, aber wir können dann schreiben, x using strat is run evil strat x. Das heißt, ich kann einfach sagen, okay, bla bla bla, mein sequenzieller Algorithmus und hier ist irgendwie eine riesige List Comprehension, die mir irgendwas generiert. Und ich kann dann einfach sagen, okay, List Comprehension using ParList. Und dann gebe ich noch ein paar Compiler Flags mit und schon habe ich mein Programm parallelisiert. Das ist lächerlich einfach. Überlegt mal, was ihr irgendwie in C alles machen musstet, um irgendwie halbwegs was nebeneinander hinzubekommen. Und dann habt ihr plötzlich diese Sprache und habt euren sequentiellen Algorithmus und ihr setzt an ein paar Stellen einfach using ParList, using bla, using blub, using dies, dann noch eine Compiler-Flag dahinter und schon sind große Teile eures Programms parallel. Und insbesondere, ihr müsst nicht in eurem Algorithmus selber rumfummeln und euch um alles einzeln kümmern. Ihr könnt einfach sagen, okay, hier kannst du einfach mehr Hardware benutzen. Und hier auch. Und hier auch. Und fertig. Das ist ziemlich wenig Hassle für euch als ProgrammiererInnen und dafür ziemlich viel Power dahinter. Genau. Fragen soweit. Machen wir jetzt Concurrency. Was war nochmal der Unterschied zwischen Parallelism und Concurrency? Ach so, ja, danke. Die Antwort aus dem Publikum war, dass wir hier Nebenläufigkeit haben und dass das bedeutet, dass der User zum Beispiel nicht möchte, dass während er irgendwie eine Eingabe macht, das Programm hinten einfriert, weil es irgendwie gerade auf die Eingabe wartet, sondern dass wir hier mehrere Threads of Control haben, die alle unterschiedliche Dinge machen können und in der Regel auch IO-behaftet sind. Genau, das ist richtig. Deswegen ist vielleicht die simpelste Funktion, die man kennen muss, fork.io. Wir geben eine IO-Unit-Berechnung rein und kriegen eine IO-Thread-ID rein, Thread-ID wieder raus. Thread-ID ist einfach nur ein Type-Alias of Int, soweit ich weiß. Genau, wir schmeißen also eine Berechnung rein und kriegen eine Thread-ID zurück. Und also diese Berechnungen sind alle irgendwie IO. Ich meine, wir können natürlich Parallelism via Concurrency machen, das geht. Das heißt, wenn wir jetzt einfach, wir könnten eine pure Berechnung in einen anderen Thread schmeißen, wenn wir das so wollen würden, dann können wir einfach die Berechnung return oder mit pure in die Monade heben, das ginge wohl. Aber das macht es eigentlich nur komplizierter, wenn wir nicht I.O. machen wollen, sondern eine pure Berechnung haben, dann ist es eigentlich in der Regel Parallelism, was wir wollen und nicht Concurrency. So, aber wenn wir I.O. haben wollen, dann können wir das so aufrufen. Wir kriegen die Thread-ID zurück, weil die Thread-ID können wir benutzen, um zum Beispiel einen Prozess irgendwie eine Exception zuzuschmeißen oder vorzeitig abzubrechen oder sowas. Dafür brauchen wir die Thread-ID eventuell. Kriegen wir natürlich in der IO-Monade, weil wir hier Seiteneffekte mit drin haben. Genau. Beispiel. Wir haben dieses Programm. Was tut es? Was macht Replicate-M? Replicate-M nimmt eine IO-Aktion, also nimmt einen Int und eine IO-Aktion und führt diese IO-Aktion so häufig aus. Wie würdest du sagen, sieht der Output aus? Ja, aber wie sieht der Output aus? Sag mal so die ersten paar. Also du meinst erst ganz viele A's, A, 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 A und dann B, 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 B.
Okay, wilde Mischung aus A's und B's von der einen Seite und erst ganz viele A's und dann ganz viele B's. Nee, was das Ganze, wenn ich dieses Programm so anschmeiße, was passiert dann auf meiner Konsole? Bisher haben wir zwei Vorschläge. Erst ganz viele A's, dann ganz viele B's und anderer Vorschlag, wildes Gemisch von A und B's. Wer glaubt, ganz viele A's und ganz viele B's? So, Handzeichen. Was? Erst ganz viele A's, dann ganz viele B's. Eins. Wer glaubt, wild durcheinander? So, fünf. Was? Ja, das wäre dann, das würde ich unter wild gemischt zählen. Ja, es ist in Wirklichkeit sogar noch hübscher, aber ich löse das jetzt mal auf. So sieht's aus. Wir haben als allererstes ein paar A's. Ja, weil wir den hier früher starten, fängt er früher an zu printen. Wenn wir den Thread forken, fängt er schon an und bevor wir den nächsten Befehl weitergeleitet haben, fängt er schon an zu printen. Deswegen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Threads und die machen beide I/O. Und was sie beide machen, ist, der erste Thread printet einfach nur Buchstabe für Buchstabe A, ganz oft, so oft er kann. Und der nächste macht das genau das gleiche, nur mit Bs. Ja, das heißt, wir haben zwei Sachen und die schmeißen einfach auf ihre Buchstaben auf die Konsole, so wie sie gerade können. Weil wir den ersten schneller starten, fängt er an. Deswegen haben wir am Anfang hier ein paar A's hintereinander. Und danach haben wir immer B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Normalerweise in anderen Programmiersprachen würden wir warten, dass es etwas wilder durcheinander ist und wir mal zwei Bs haben und mal zwei oder mal fünf A's haben oder irgendwie so ein wild durcheinander, wie du gesagt hast. Wir haben aber im Runtime-System von Haskell eine ziemliche. Also sowas Ähnliches, zumindest auf so simplen Ebenen wie dem hier, sowas Ähnliches wie Fairness. Das heißt, es nimmt den einen Thread, lässt den einmal kurz auf die CPU, macht ein A, nimmt dann den nächsten Thread, lässt den einmal kurz auf die CPU, der macht ein B und so weiter. Und der sieht zu, dass da sowas Ähnliches wie Fairness entsteht. Und deswegen haben wir ganz viele A's und dann B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ja. Replicate, also die Frage war, ob Replicate M nur für I/O funktioniert oder für alle Monaden und die Antwort ist, es funktioniert für alle Monaden. Oder? Doch, ja. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Aber ja. Nächste Verständnisfrage. Exakt, das ist der Unterschied. Fork.io startet Haskell-Threads, nicht Betriebssystem-Threads. Und RPA startet Sparks. Und für alles andere, ich weiß nicht, kommt man von Haskell an OS-Threads ran? Ja, genau. Wie viele OS-Threads sind dann, ist das, was man dann ausführt. Also du kommst aus Haskell nicht so direkt an die OS-Threads dran, sondern nur an die Haskell-Threads und an die Sparks. Okay? Wunderbar. Also, was Fork.io tut, ist, wir geben ihm irgendeine I/O-Berechnung, es schmeißt die in den neuen Haskell-Thread und das Runtime-System kümmert sich dann darum, dass alle Threads ungefähr gleich viel CPU-Zeit bekommen. Deswegen kriegen wir hier so einen Output. Genau. Das nächste Problem ist, okay, aber was ist jetzt, wenn ich sage, ne, wir mussten ja ein IO-Unit reingeben. Aber das, ne, das ist zwar schön, wenn wir irgendwie Buchstaben auf die Konsole printen wollen, aber was ist, wenn wir jetzt den Nutzer nach seinem Namen fragen wollen? Ne, IO-Unit gibt es ja nichts zurück. Wie kommen wir denn an irgendeinen Wert, den wir zum Beispiel von der Umwelt oder von der Datenbank oder von was auch immer gelesen haben? Jemand eine Idee? Man ignoriere die Überschrift der Folie. Es gibt so ein Konstrukt, das nennt sich MVARs oder Mutable Variables. Das sind so kleine Dinger, quasi wie so ein Karton. Die stecken in der IO-Monade drin und da kann man Dinge reintun und man kann Dinge rausnehmen. Und da passt immer genau ein Ding rein. Und die sind tatsächlich mutable. Wir haben viel davon erzählt, dass in Haskell nichts mutable ist. Das ist nicht ganz wahr. In der IO-Monade kann man durchaus sowas haben. Und was man damit machen kann, ist, man kann zum Beispiel eine neue MVAR sich in der IO-Monade erstellen. Ja, das ist dann, da ist dann nichts drin, also eine Box ohne irgendeinen Inhalt und wir stellen ihn da einfach nur hin. Das ist eine Funktion, die wir haben. Wir können auch direkt einen Wert mitgeben, macht dann das Gleiche und setzt den Wert sofort rein. Dann können wir Take-MVAR haben. Dem übergeben wir die Referenz auf eine MVAR
Und der wartet so lange, bis da was drin ist. Und dann nimmt das raus und gibt es zurück. Ja? M-Bar A nach IOR. Das heißt, ich kriege hier irgendwie eine Referenz auf eine M-Bar und gucke, ob was drin ist. Und wenn nicht, warte ich. Und wenn doch, nehme ich es raus und gebe es zurück in IO. Genau, Put-M-Var funktioniert auch offensichtlich. Wir nehmen die Referenz auf eine M-Var und einen Wert, den wir da reinsetzen wollen und kriegen einen IO-Unit raus. Das heißt, wir nehmen diese M-Var und gucken, ob sie leer ist. Und wenn sie nicht leer ist, warten wir, weil in etwas, was schon voll ist, können wir nichts reintun. Und wenn sie dann irgendwann leer ist, tun wir es rein und sind durch. So, und Read-M-Var hat auch den Typen M-Var A nach IOR. Und jetzt, was würdet ihr, oder habt ihr eine Vermutung, was der Unterschied zwischen Take-M-Var und Read-M-Var sein könnte, wenn es doch dieselbe Typsignatur hat? Blocken im Sinne von, die wollen beide den Wert da, die wollen beide was mit dem Wert machen, der da drin ist, und wenn kein Wert drin ist, blocken sie beide. Das eine lässt das drin, den Wert, und das andere nicht. Take-M-Var nimmt Dinge aus der M-Var raus und Read-M-Var lässt ihn drin und gibt trotzdem nur den Wert zurück. Früher war das noch so implementiert, dass es im Prinzip eine Aneinanderreihung von Take-M-Var, Put-M-Var ist, aber inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist es, glaube ich, atomic, also in einem Rutsch. Das heißt, es kann nicht zwischendrin von der CPU verdrängt werden, sodass irgendwie nur der Take-M-Var-Schritt durchgeführt wird, aber nicht der Put-M-Var und es dann plötzlich doch leer ist. Das kann nicht passieren. Nicht mit der aktuellen Implementation. Gut, Beispiele. Was macht dieser Code? Ich weiß, ich verlange viel zu viel von euch heute, aber mitdenken macht schlau. Das Semikolon hier einfach nur, um die Dinger zu trennen. Das ist wie, als hätte ich sie untereinander geschrieben. Ja. Es printet XY. Genau. Wir forken einen Thread. Also wir erstellen als allererstes eine neue Box, die da einfach so sitzt. Dann forken wir einen Thread, der erst X und dann Y reinlegen will. Das X reinlegen funktioniert auch, er kann dann aber nicht sofort Y hinterherlegen, weil es gerade voll ist. Und dann blockt es. Ja, ich habe eine volle M-Bar, da kann ich nichts reinlegen. Dann macht der Hauptthread, nimmt die M-Bar raus und printet das erste X. Dann kann der zweite, also der geforkte Thread, kann wieder was reinlegen und dann nimmt der Hauptthread wieder was raus und printet es auch und dann sind wir durch. Genau. Also die gleiche M-Bar hat über die Zeit verschiedene Zustände angenommen. Ne? Das ist das, was eigentlich in Haskell nicht geht. Ne? Wir können nicht sagen, x ist jetzt 5 und x ist gleich 17 und morgen ist x irgendwie ein String oder was nicht immer. Das geht normalerweise nicht. Aber hier, weil wir uns im I/O-Kontext bewegen und da Seiteneffekte haben können, geht es eben schon. Gut. Generell haben M-Bars so drei Hauptaufgaben. Wer aus anderen Programmiersprachen schon Channel kennt, M-Bars sind quasi Channels mit einem Slot. Das heißt, unterschiedliche Threads, also Haskell-Threads, können sich über eine M-Bar unterhalten und irgendwie Nachrichten austauschen, aber es kann halt maximal eine Nachricht drin sein. Wir können da generell Shared Mutable State reinrechnen. Zum Beispiel, wir können irgendwie den Weltzustand von unserem Spiel oder irgendwie da reinstellen, können wir da reinstellen, ob das eine gute Idee ist. Ist eine andere Frage. Oder wir können sie halt als Bausteine für komplexere Strukturen irgendwie weiterverwenden. Gut. Ein bisschen zu. Was? Ja, Frage? Ja, natürlich. Also, sie haben. Es ist M-Var ist über A parametrisiert. Das heißt, der Typ, den du da reinsetzt, kann ein beliebiger Typ sein. Da kannst du auch einen Baum reinsetzen. Oder einen riesigen Summentypen oder was auch immer du da möchtest. Aber ja, eine Nachricht im Sinne von, du kannst nur einen Wert von einem Typen da reinsetzen. Ja, dieser Typ kann natürlich wieder ein Konstrukt sein, was mehrere Dinge in sich drin hat, klar. Aber du kannst nicht mehrere Dinge vom selben Typen einfach so in diese M-Bar reinlegen. Dann müsstest du irgendwie dir deinen eigenen kleinen Container verbasteln. Okay. Genau, was passiert hier, wenn wir diesen Code ausführen? Wir erstellen eine leere M-Var und sagen dann, okay, nimm die mal. Ja, aber nichts steckt etwas rein. Wir haben nirgendwo Code, der irgendwas in diese
mbar reinsteckt. Dann warten wir so lange, bis jemand was reinsteckt. Aber wir stecken nichts rein. Niemand aus einem anderen Programm kommt nichts rein. Dann warten wir ewig? Ja, das würde man denken, ne? Wenn wir einfach warten, bis irgendjemand was reinsteckt und niemals jemand irgendwas reinsteckt, dann würden wir ewig warten, oder? Ja, richtig. Ist in den meisten Programmiersprachen auch so drin. Haskell kann das besser. Haskell sagt dir Bescheid. Haskell kann dir sagen, wir haben hier eine M-Bar und wir warten darauf, dass da irgendwas reinkommt, oder kommt nirgendwie was rein. Haskell kann das in manchen Fällen, nicht in allen, aber in manchen Fällen erkennen. Und kann dann sagen, ja, okay, da kommt nirgendwo was rein, hier, Fehlermeldung. Ich hänge jetzt nicht einfach nur, weil das wäre ja doof. Dann fragen wir uns einfach, okay, ist die Berechnung einfach nur so lange oder hänge ich jetzt hier irgendwo? Und Haskell merkt, nö, ich hänge. Ich sag mal Bescheid, dass du dein Programm fixen kannst. Deadlock Detection nennt sich das. Das ist großartig. Die beliebteste Variante ist ja dieses Problem von den Dining Philosophers. Das heißt, wir haben 5 Leute an einem Tisch mit 5 Gabeln. Und jeder braucht 2 Gabeln, um irgendwie seine Spaghetti essen zu können. Ja, ich weiß. wie auch immer. Jeder braucht 2 Gabeln, um seine Spaghetti essen zu können. Und jetzt wäre es natürlich möglich, also wir haben nicht genug Gabeln für alle. Und jetzt wäre es natürlich möglich, dass ein paar Leute erstmal anfangen zu essen und dann ihre Gabeln weitergeben. Und das wäre alles kein Problem. Oder aber, wenn man es naiv macht, alle nehmen die Gabel rechts von sich und warten auf eine Gabel links von sich. Und weil alle darauf warten, kriegen sie niemals und niemand seine Gabel irgendwann mal jemand wieder runterlegt, verhungern sie alle, obwohl sie eigentlich genug Gabeln da wären, sodass sie essen könnten und auch Essen da ist. Genau, und es gibt halt im cleveren Runtime-System von Haskell sowas wie eine Deadlock-Detection. Das heißt, Threads und MBAs sind Objekte auf dem Heap, also nicht auf dem Stack, sondern mit einem Speicher. Der Garbage Collector durchläuft den Heap ab und zu mal und guckt, was noch wo noch wohin referenziert. Und er kann detecten, wenn ein Thread zum Beispiel auf eine MBAR wartet, die aber von nirgendwo mehr referenziert wird, dann weiß es, okay, dieser Thread wartet für immer. Und dann kann er eine Fehlermeldung ausschmeißen. Und das ist hilfreich. Und deswegen ist Haskell eine tolle Sprache. unter anderem. Genau, funktioniert auch gut, aber vielleicht nicht immer genauso. Hier zum Beispiel haben wir machen 2 MBARs und wir forken einen Thread, der sagt, okay, warte auf diese MBAR. Und dann, wenn das entweder abbricht oder funktioniert oder was auch immer, egal was hier hinten ist, danach setzt eine Unit in die andere MBAR. Und dann der Hauptthread wartet auf die andere MBAR. Jetzt würde man ja sagen, okay, Runtime-System kann irgendwie erkennen, dass das irgendwie, dass das hier nicht funktionieren wird und kann eine Exception hier ranschmeißen. Und dann würde das andere hier die Unit in diese MBAR setzen und dann könnte der Hauptthread wenigstens ordentlich durchlaufen. Ist aber nicht. Genau, auch hier würden wir eine Fehlermeldung kriegen und nicht einfach vom Runtime-System die rettende Exception bekommen. Wenn eine Exception hier ankommen würde, dann könnte er in den Finally-Fall springen und dann die andere MBAR setzen. Ja, also vorsichtig. Macht nicht zu viele Annahmen darüber, dass ihr wisst, wie das alles funktioniert, wenn ihr nicht genau wisst, wie es funktioniert. Ja? Wie bitte? Nein. Da fehlt kein Semikolon zwischen Finally und PutMBAR. Finally ist eine Funktion, die 2 von diesen Aktionen nimmt. Und die miteinander verknüpft. Okay. Jetzt gibt es noch ein anderes Konstrukt, das nennt sich STM. Und warum kümmern wir uns darum? Weil trotz aller Unterstützung vom Runtime Systems ist es immer noch ziemlich schwierig, Logs so hinzubekommen, dass sie richtig gut funktionieren. Weil ich meine, wir können Race Conditions haben. Das heißt, wir vergessen irgendwie, einen Log zu nehmen. Logs sind klar, oder? Ihr habt alle Betriebssysteme gehört, oder? Nein.
Warum sagt niemand was? Okay. Logs ist, die Idee ist, okay, ich möchte eine Datenstruktur mit mehreren Threads manipulieren. Ja? Das ist ohne Logs erstmal problematisch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich schreibe jetzt irgendwas an dieser Datenstruktur rum und dann wird mein Thread von der CPU geschmissen, nachdem irgendwie erst die Hälfte meiner Aktionen durch ist, dann ist eventuell der Zustand, der im Speicher liegt, eventuell gar nicht konsistent. Der ist eventuell Quatsch, weil ich nur die Hälfte geschrieben habe von dem, was ich schreiben wollte. Und wenn dann einfach jemand anders da dran rumschreibt oder das ausliest, dann kann Quatsch dabei rumkommen und das ist furchtbar. Und deswegen hat man sich Logs ausgedacht. Und Logs funktionieren so, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt dieses Log, ne, also zum Beispiel, also ich kündige an, dass gerade ich an diesem Ding rumschreibe und dann schreibe ich da dran rum, so wie ich will, und erst dann gebe ich das Log wieder her und erst dann kann jemand anders sich das Log nehmen und dran rumschreiben oder es auslesen oder was auch immer. Und wenn ich da Logs vergesse, kann es wieder passieren, dass ich irgendwo Quatsch reinschreibe und weil ich irgendwie nach der Hälfte der Zeit von der CPU verdrängt werde und der Thread, der nach mir auf die CPU kommt, liest dann Quatsch. Das ist das Problem. Deadlocks, das ist das, wenn alle Leute eine Gabel nehmen und dann verhungern, weil sie keine zweite nehmen können, wenn ich sie in der falschen Reihenfolge nehme oder nicht darauf achte, in welcher, wer wann welche Logs nimmt. Es kann passieren, dass manche Threads wegen einer bestimmten Log-Kombination einfach nie wieder aufwachen und dann auf ewig irgendwo hängen werden. Es kann Probleme mit der Error-Recovery rumgehen, bla 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 bla. Wir haben, glaube ich, für die Details nicht mehr allzu viel Zeit. Aber wir wollen ja noch ein Beispiel machen. Und zwar wollen wir uns angucken, okay, angenommen, wir wollen eine Queue irgendwie bearbeiten und wir haben irgendwie ein erstes Element, ein letztes Element und wir haben da irgendwie wunderschöne viele Zwischenelemente. Und wenn wir überhaupt gar keine Logs haben, haben wir offensichtliche Probleme. Ne? Ich mache irgendwas am Ende, ich mache irgendwas am Ende und irgendjemand macht was am vorletzten Element. Und dann kommen wir uns, wenn wir irgendwie gerade Pointers umbiegen oder sowas, furchtbar in die Quere. Ne? Weil ich sage, okay, dieses Element ist jetzt gelöscht, aber der andere Thread glaubt noch, dass es noch da wäre. Und dann kommen wir vollkommen durcheinander, das ist furchtbar. Ja? Okay, also, was ist die triviale Lösung dazu? Wir setzen ein großes Log davor und sagen, okay, nur ein Thread kann gleichzeitig an dieser Queue arbeiten. Ja, jemand hat dieses Log, kann dran arbeiten und erst wenn das wieder hergibt, kann irgendjemand anders dran arbeiten. Dann ist es zumindest gesichert, dass nur konsistente Zustände umhergereicht werden. Ja, macht Sinn? Macht keinen Sinn? Ja, kommen wir gleich zu. Aber die initiale Idee wäre, dass wir ein großes Log über alles machen. Das Problem hier ist, das ist nicht nebenläufig. Ne? Wir können nur ein Thread dran arbeiten. So, jetzt kommt das, was du sagst. Wir können auch für jedes Element einen Log machen. Aber dann wird es wieder kompliziert. Okay, angenommen, ich will das letzte Element, also bei richtig großen Queues wäre das weniger das Problem, weil dann in der Regel einer am Anfang arbeitet und einer am Ende. Aber was ist, wenn wir ganz kleine, so dreielementige Queues oder sowas haben? Dann müssen wir immer gucken, okay, ich will jetzt das Element löschen, brauche ich das Log und dann werde ich eventuell von der CPU vertrieben. Das heißt, das Log für das letzte Element ist aber noch, ist noch da, dann kann man das nehmen und dann hängt man wieder. Die Sache ist, man kommt da muss man wieder sehr genau drauf achten, in welcher Reihenfolge man welche Logs nimmt und das ist ziemlich viel Arbeit für einen ProgrammiererInnenhirn. Und das wird kompliziert. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist kompliziert. Und ich sage, wir kriegen es besser hin. Statt uns irgendwie wahnsinnig viele Gedanken darüber zu machen, welche Logs wir jetzt in welcher Reihenfolge nehmen, damit wir auch ja die Pointer richtig umbiegen können und nicht irgendwie einen inkonsistenten State hinterlassen können und ja auch nicht irgendwie einen Deadlock provozieren können, etc. So. Und zwar gibt es etwas, was sich Software Transactional Memory heißt. Und das funktioniert so, dass wir eine neue Monade haben, natürlich. Wenn wir in Haskell ein Problem haben, schmeißen wir Monaden drauf. Was die Idee von dieser Monade ist, ist, dass wir Berechnungen atomar durchführen können. Das heißt, wir können sagen, was wir alles machen wollen und dann können wir uns darum kümmern, dass das alles auf einen Rutsch oder gar nicht passiert.
Das heißt, wir können nicht irgendwie das Problem, wir müssen uns nicht mit Logs rumschlagen, weil es keine Logs mehr gibt. Aber wir haben auch nicht das Problem, dass wir irgendwie mittendrin von der CPU verdrängt werden können, weil und wir dann einen inkonsistenten State irgendwie zurücklassen, weil wir sicher gehen von der Library her und von wie es ausgeführt wird, dass wir entweder den kompletten Ablauf machen oder gar nichts machen. Genau. Vorteile, es gibt keine Deadlocks mehr, weil es keine Logs mehr gibt. Wenn, darüber, ne, darüber müssen wir uns nicht mehr Gedanken machen. Wir haben automatisierte Error Recovery, das heißt, es funktioniert ungefähr so. Ich lese mir alles aus, was ich so an Werten brauche, dann verändere ich das lokal und dann gucke ich, ob ich alles wieder hinschreiben kann. Und wenn dann irgendwie eine Inconsistency entstanden ist oder ich irgendwas nicht schreiben kann oder sowas, dann schmeiße ich das einfach alles weg und mache nichts. Das heißt, entweder mache ich alles, was ich machen wollte, oder ich stelle einfach den Ausgangszustand wieder her. Ja? Das heißt, ich kann einfach nichts gemacht haben. Entweder mache ich alles oder ich mache gar nichts. Und darum kümmert sich diese Library, dieses STM. Das heißt, wir können immer noch einigermaßen so schreiben, wie wir es gewohnt sind, aber die STM-Library kümmert sich darum, dass bestimmte Sachen atomar durchgeführt werden können. Da müssen wir uns nicht mehr über Logs Gedanken machen, sondern können sagen, okay, ich weiß, dass dieser Codeblock entweder ganz oder gar nicht ausgeführt wird. Genau. Statt MVARs haben wir dann TVARs, Transaction Variables. Genau. Und wenn ihr euch den Code dazu mal anguckt, wird euch einiges bekannt vorkommen. New TVAR. Statt der IO-Monade MVAR haben wir hier halt eine STM-Monade TVAR. Und read-tvar ist wieder tvar nach STM. Und write-tvar ist tvar nach bla, wie wir es schon kennen von den MVARs her. Mit dem winzig kleinen Unterschied, dass wir hier diese Funktion atomically haben. Die nimmt irgendeine STM-Berechnung und gibt eine IO-Berechnung aus. Und der Witz an der Library ist so, dass wenn die STM-Berechnung, wenn sie es tatsächlich schafft, durchzulaufen, dann gibt sie den Wert zurück oder ansonsten stellt sie den Ursprungszustand wieder her. Das ist dieses Retry hier. Genau. Schauen wir einmal kurz drauf. So, das ist atomically ist insbesondere eine Sache, die in Haskell geschrieben wurde. Es ist jetzt irgendwie kein Sprachkonstrukt oder sowas, was der Compiler irgendwie mit drin hat, sondern das ist einfach nur eine Library-Funktion. Und die nimmt eine STM-Berechnung, also eine Berechnung in der STM-Monade und versucht sie durchzuführen. Und wenn das klappt, dann wunderbar, dann kriegen wir unseren IO-Wert. Oder ansonsten versucht sie es nochmal. Stellt den Ursprungszustand wieder her und ist einfach so. Gut. Weil sie aber den Ursprungszustand wiederherstellen können muss, können wir natürlich kein IO in STM-Berechnungen verwenden, weil man stelle sich vor, ich versuche dies und das und jenes zu berechnen, printe schon mal deinen Namen oder deine Kontonummer auf den Screen und dann merke ich, dass ich gar nicht die Berechtigung zu dem nächsten Schritt habe, dann kann ich deine Kontonummer nicht wieder vom Screen runterprinten. Das geht nicht. Ich kann eine Datei nicht unlöschen oder eine Datenbank, also irgendeine Aktion auf einer Datenbank rückgängig machen. Manchmal geht das, manchmal aber auch nicht. Und weil wir mit I.O. alles machen können, können wir kein I.O. in STM-Berechnungen erlauben. Genau. Außerdem keine nested atomicallys, weil ich meine, also wir können nicht atomically irgendwas machen und darunter dann wieder eine atomically drin haben. Aber ich meine, warum auch? Warum sollten wir in einem atomar durchgeführten Block wieder irgendetwas atomar durchführen wollen? Geht nicht, weil atomically gibt dir ein I.O. zurück. Du kannst kein I.O. in einem Atomically drin haben. Aus genau dem Grund, den ich gerade eben gesagt habe. Deswegen geht es nicht. Darfst du nicht. Ist verboten. Du darfst kein I.O. im Atomically drin haben, weil du kannst I.O.-Aktionen nicht unbedingt rückgängig machen. Und deswegen darfst du keine nested Atomicallys haben. Du musst es halt so schreiben, dass es passt. Gut. Retry ist auch kein Sprachkonstrukt. Ist auch einfach nur in Haskell geschrieben. Rollt alles zurück, was versucht wurde und stellt den Ursprungszustand wieder her.
und versucht dann irgendwann das Gleiche nochmal zu tun. Ja, also stellt den Ursprungszustand wieder her und versucht dann die Berechnung irgendwann nochmal neu, aber erst, wenn es Sinn macht. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, könnte ich irgendwie sagen, was es bedeutet, Sinn zu machen. Aber stellt euch einfach vor, das Runtime-System wartet darauf, dass es eine gute Chance gibt, dass es dieses Mal klappen könnte und erst dann versucht es neu. Ja, Frage? Die Frage war, ob es nur einmal retried wird oder so oft, wie es Sinn macht. Naja, die Frage kannst du dir, glaube ich, selber beantworten. Ich habe eine STM-Berechnung, dieses bla 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 bla, or else retry. Dann läuft es durch und sonst wird es einfach nochmal ausgeführt. Und dann landest du wieder bei or else retry. Und wieder und wieder und wieder. Das heißt, es wird so oft durchgeführt, wie es durch, also bis es klappt. Genau. Aber auch immer erst nur, wenn es wieder Sinn macht. Genau. Or else, ist auch kein Sprachinsult, bla bla. Genau, und dem geben wir zwei Berechnungen mit. Und wenn die erste Retry aufruft, versucht es erstmal die zweite. Und wenn die auch Retry aufruft, versucht sie, ne, geht es wieder von vorne los. Aber im Sinne von, wenn wir sagen, okay, die erste ist nicht durchgelaufen, dann versucht die zweite. Das, ne, da kann man so STM-Berechnungen wunderschön irgendwie miteinander verketten. Bind, ne, STM ist eine Monade, bind ist and, mach erst das und dann das. Und or else ist oder, ne, mach entweder die oder das. Hier Codebeispiel, ich gebe dir zwei Transaction TM-Vars. Sind es TM-Vars oder T-Vars? T-Vars wahrscheinlich. Ich gebe dir zwei Variablen, ist auch eigentlich egal. Ich gebe dir zwei Variablen und du gibst mir einen STM von either A oder B. Das bedeutet, versuch die linke zu nehmen und wenn das nicht klappt, versuch die rechte zu nehmen. Ne? So, und wenn das nicht klappt, wieder oben. Okay, kleines Beispiel in Code. Angenommen, wir sind eine Bank und wir wollen Konten irgendwie modellieren und wollen dann sowas haben, dass wir Geld von einem Account auf den anderen Account irgendwie transferieren können. Jetzt total naiv wäre das eventuell so, okay, ich habe dann irgendwie einen Amount von Geld, den ich überweisen möchte und ich habe zwei Accounts und diese Accounts sind einfach nur Referenzen irgendwo in den Speicher. Ja, IO-Refs. Haben wir jetzt noch nicht so näher besprochen, aber es ist einfach eine Stelle im Speicher, an der wir rumschreiben können. Ist unglaublich unsicher. Und ihr seht jetzt hier, warum. Angenommen, ich mache do. Ja, dann sage ich, okay, ich lese den Kontostand vom Ausgangskonto aus und den Kontostand vom Zielkonto und schreibe dann direkt zurück, den Ausgangskonto minus den Amount, den ich überweisen wollte und das Zielkonto plus den Amount. Ja, macht ja Sinn. Würde auch so funktionieren, aber das Problem ist, wenn jetzt mehrere Sachen gleichzeitig stattfinden, dann könnte es sein, dass ich irgendwie unpassend von der CPU verdrängt werde und dann vielleicht den ersten Teil schon gemacht habe, aber den zweiten noch nicht. Und dann können uns, also ne, dann könnte zum Beispiel Geld so irgendwie so erschaffen werden, weil es irgendwie überwiesen wird, aber dann das andere nicht abgezogen wird auf dem anderen Konto. Genau. Also wenn da mehrere Aktionen von gleichzeitig stattfinden können, könnte da ein inkorrekter Kontostand berechnet werden und gesetzt werden. Genau. Wenn wir jetzt MVAS dafür verwenden, würde das eventuell so aussehen. Wir haben eine Funktion Credit, Integer und Account nach IO, Amount und Account. Das heißt, ich nehme die MVAR und lese aus, wie viel Geld da drauf ist und dann putte ich die MVAR mit dem neuen Amount und umgekehrt. Genau, und wenn ich dann etwas meine Transfer-Sache implementieren möchte, sehe das vielleicht ungefähr so aus. Ich mache dann einfach Debit Amount From und Credit Amount To. Das achtet darauf, dass ich nicht einfach wild im Speicher irgendwie rumschreibe und dass das alles so einigermaßen zueinander passt. So, genau. Ich könnte allerdings immer noch direkt nach dem Debit-Schritt von der CPU verdrängt werden und dann
würde immer noch ein inkonsistenter Stand da stehen. Das heißt, der eine Account hätte das Geld schon, aber der andere hätte es noch nicht verloren. Und wenn ich dann irgendwie den Zustand der Bank auslese, stimmt da was nicht. Ich habe plötzlich mehr Geld als sonst. Das geht nicht so. Und deswegen können wir es so mit STM machen. Ihr merkt schon, dass die beiden Implementationen sich sehr ähnlich aussuchen. Es ist einfach nur WriteTVar statt PutMVar. Und kommt am Ende ein STM raus und statt ein I.O. Und der Witz ist, wenn wir STMs haben, wir haben nur eine Möglichkeit, um von einer STM-Berechnung zu einer I.O.-Berechnung zu kommen, die tatsächlich ausgeführt wird, und zwar indem wir es atomically machen. Atomically war die Funktion, die eine STM-Berechnung nimmt und einen I.O.-Wert rausgibt. Das heißt, wir würden atomically transfer oder sowas aufrufen. Das heißt, es wird in einem Rutsch durchgeführt oder gar nicht. Und das ist das Tolle, weil jetzt können wir nicht mehr zwischendrin runtergeschmissen werden. Das Haskell Runtime System garantiert, dass das immer entweder komplett funktioniert oder gar nicht. Genau. Der Unterschied ist hauptsächlich im Rückgabetypen, hatte ich schon gesagt. Wir haben bisher I.O. gehabt und jetzt hätten wir eine STM. Und wir haben ja nur den einen Weg mit Atomically. Genau. Dann ist noch die Frage, gibt es jetzt überhaupt noch Gründe, MBAS zu benutzen? Oder warum benutzen wir jetzt für alles STM? Nein, auch wenn es oft angebracht ist und das Leben ein bisschen einfacher macht, gibt es immer noch Gründe, MBAS zu benutzen. Insbesondere Performance vielleicht als allererstes. MBAS sind schneller, wenn man weiß, was man tut. Und das alles so zueinander passt, kann man mit MBAS schnelleren Code kriegen. Weil natürlich STM auch eine Abstraction ist und auch STM, der ganze Code, der dahinter gehört, auch irgendwo Laufzeit braucht. Das heißt, da brauchen wir eventuell ein bisschen langsamer. Und wenn mehrere Threads auf einer MBAR blockieren, werden sie FIFO wieder aufgewirkt. Wer weiß von euch, was FIFO bedeutet? 3, 4, 4, 5. Okay, FIFO bedeutet... Wie bitte? First in, first out. Das heißt, der erste Thread, der reingekommen ist, wird auch als erster wieder aufgeweckt. Das heißt, wenn Threads A, B, C, D, E in der Reihenfolge auf eine MBAR zugreifen wollen, wird auch Threads A, B, C, D, E in der Reihenfolge aufgeweckt, jedes Mal, wenn was in der MBAR drin ist. Wie gesagt, am Anfang hatte ich schon erklärt, das Haskell Runtime System versucht zumindest so etwas Ähnliches wie Fairness aufrechtzuerhalten. Bei MBARs ist das tatsächlich einigermaßen garantiert, für handwackelige Werte von garantiert. STM hingegen hat keine Garantie. Läuft halt oder läuft nicht. Genau. Das wäre so das, was ich für heute hätte. Gibt es noch Fragen dazu? So, die Nachhausebotschaft ist aber auf jeden Fall, Parallelism in Haskell ist extrem einfach und extrem hübsch zu haben, im Sinne von Compiler-Flag dazu, irgendwie using blablabla-Strategie dazu, schwupp, habt ihr euer Programm parallelisiert. Das kann extrem einfach sein und ist wunderschön, weil ihr müsst da auch nicht irgendwie euren Algorithmus großartig ändern, sondern ihr könnt einfach den sequentiellen Algorithmus nehmen und dann an den entsprechenden Stellen Parallelismus dazu streuen, wie Gewürze und fertig. Das ist hübsch. Concurrency werden wir in den Übungen auch nochmal näher besprechen. Da habt ihr jetzt auch hoffentlich einmal die Grundlagen und schon einmal den Blick ins STM gesehen. Ist das einigermaßen durchgekommen? Ja, Frage. Die Frage war, dass mir ja vom Runtime-System garantiert wird, dass ich nicht von der CPU geschmissen werde. Und das Runtime-System ist natürlich auch in einem Betriebssystem-Thread. Und der könnte immer noch runtergeschmissen werden. Ja, könnte er. Aber dann, das hinterlässt keinen inkonsistenten State. Weil es sei denn, der andere Betriebssystem-Thread hackt sich in deinen Betriebssystem-Thread und schreibt da irgendwie wild drin rum. Ansonsten, wenn Haskell läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und dann Haskell von der CPU runtergenommen wird und Photoshop da draufgelegt wird, und dann Photoshop für eine Weile läuft und dann Photoshop wieder runtergenommen wird und Haskell wieder draufgelegt wird, dann läuft ja Haskell mit dem Zustand weiter, den es vorher hatte. Das heißt, wenn Photoshop sich nicht in deinen anderen Betriebssystem-Thread reingesetzt hat und dann irgendwie wild im Speicher rumgeschrieben hat,
dann stellt das kein Problem dar. Aber ja, du hast recht, das könnte passieren. Aber es stellt eigentlich kein Problem dar. Ja? Warte mal kurz. Also das ist halt die Sache, man muss zwischen Haskell-Threads und Betriebssystem-Threads unterscheiden. Die Sache bei STM ist, es kommt kein anderer Haskell-Thread dazwischen, der eine Haskell-Berechnung macht. Was das Betriebssystem da macht, ist vollkommen unerheblich davon. Und das Runtime-System garantiert halt nur innerhalb dieses Haskell-Thread-Frameworks, also alles, was unterhalb des Runtime-Systems läuft, dass das da in einer geordneten Reihenfolge und ohne Nebeneffekte abläuft. Okay, dann war das das für heute. Nächste Woche sehen wir uns wieder und ich glaube, wir besprechen Type Level Foo. Genau. Ja, danke, dass ihr hier wart.